So, hallihallöchen, Hansipedi und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening. Wir haben im letzten Part den dritten Dungeon gemeistert. Ja, nicht zu knapp. Und ich hoffe, diese Dame hat nochmal so ein Elixier. Ich zahle auch Geld. Hallo, ich bin Geierwalli. Bester Name aller Zeiten. Ja. 28 Rubine, klar. Ja, gute Wahl. Also 28, das ist, ich glaube, die billigste Wiederbelebung in allen Videospielen. Und sie füllt uns auch noch die Herzen auf. Dafür klaue ich auch nur eine Vase. So. Ah, was ich noch ausprobieren wollte, kann man hier graben? Graben. Nein? Okay, ich finde das Gebiet so komisch und ich meine irgendwie, dass da was war. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Wir müssen zu einem Wasserfall. Das heißt, wir suchen einfach nach einer Stelle, wo wir weiter können. Irgendwo, wo man drüber springen muss. Ah, wir können jetzt auch Fotos machen. Wir sind ja allein. Ich liebe es zu fotografieren. Darf ich auch dich fotografieren? Ja. Stell dich auf den Teppich und lächle. Ich glaube, hier konnte man da mit dem Game Boy, das hatte ja irgendwie so einen Druckermodus, Fotomodus, irgendwie sowas. Ich nenne es ein wahrer Held. Kann man das tatsächlich ausdrucken? Wie heißt mein Junge? Link, ah, Superman, hier ist dein Album, Link. Schau hinein, bevor du gehst. Mal sehen, ob das Album voll wird. Die Abenteuer des Link. Möchtest du ins Album schauen? Ja. Ah, hier kann man auch noch so... zwölf Fotos machen. Yay. Ja, da kann man 12 Dinger sammeln, aber... ich weiß gar nicht, wo. 11 Bilder passt noch ins Album. Was soll ich fotografieren? Keine Ahnung, Mann. Ist mir egal. Ich bin Link, Held von Kokolint, nicht Link, Held von Instagram-Fotos. Okay, warte, ich guck mal kurz auf der Karte. Hat sie irgendwie so Wasserfallhinweise? Ja, gut, hier oben vielleicht. Die haben keine Richtung genannt, wo... das hier ist mir zu friedhofig. Auch schon wieder Friedhof. Alles Friedhof. Die Zombies breiten sich trotzdem hierher aus. Du hast einen Teil der Macht erhalten. Irgendwie können wir das jetzt teilskippen. Ich glaube, wir können in dem einen Traum schon was machen. Ich will es mal ausprobieren. Beziehungsweise auch mal schauen, gibt es im Laden was Neues? Nope. Oh ja, die machen gut Schaden. Oh boy. Hoho. Okay, okay, okay. Knappe Sache, man braucht Herzen hier. Und man kriegt 100 Rubine. Okay, ich dachte, das wäre irgendwas Cooleres hier. Auf der Seite? Ah, ja, jetzt besitzen die Flöte. Musik ist Trumpf. War, glaube ich, Schnellreise? Oder so?
Vielleicht, ich glaube auch ein optionales Item. Das ist kein Instrument des Windfisches. So, ja, diesmal kaufen wir. 3 Herzen, 10 Rubine, Mann, ja. Vielen Dank und bis bald. Die Bomben nehmen wir auch gleich mit. Passt. Vielen Dank und bis bald. So, ja, da direkt aufgestockt. Vielen Dank und bis bald. Passt. Schön. Testen wir mal die Ocarina aus. Eine Flitter, was sollst du auch hier spielen? Nee, das ist doch keine Schnellreise. Brauchen wir die... Hier ruht der fliegende Gockel. Was ist denn mit dir? Was ist denn eine tolle Flöte? Willst du mich beim Singen begleiten? Wir haben einfach direkt die Melodie drauf. Warum ist Link so musikaffin in dem Spiel? Und wie gefällt sie dir? Sie ist doch mitreißend, oder? Kannst du sie merken? Ja. Endlich kannst du die Ballade vom Windfisch sie wird in deinem Herzen weiterleben. Achso, die brauchen wir dann wahrscheinlich doch zum Ende. Du solltest die Melodie öfter spielen, damit du sie nicht vergisst. Okay. Ja, dann... Da ist eine 1. Also, können wir Lieder lernen? Tatsächlich. Gott, hier ist so viel Zeug, was ich vergessen habe. Ich will den fliegenden Gockel wegziehen. Na gut. So, dann kümmern wir uns mal um die Weiterreise. Ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Was war hier in der... Ah, hier in der Höhle war, genau. Was, wo man mit den Stiefeln dann weiterkam. Hier, ich finde es auch toll, diese Stiefel. Ja, also ich kann die aktivieren, während ich laufe. Ich bleibe nicht stehen, um irgendwie Schwung zu holen oder sonst was. Sondern ich kann direkt beim Laufen, ich kann auch stehen bleiben. 50 Rubine, naja. Dann halt auch noch einen Rückweg. Man darf halt nicht direkt gegen die Dinge laufen. So, und weiter geht die Weiterreise. Ah, und hier können wir, glaube ich, auch... Den kennen wir, ne? Ein ganz schöner Stock, den du hast. Leihst du ihn mir? Naja. Naja. Erstmal die Wespen schlagen. Ich meine, es ist der Typ aus dem Wald. Und wir kriegen Honig. Hallo, oder Honigwabe. Und das Tauschgeschäft geht weiter. Ich habe schon geahnt, dass wir den Stock da brauchen, aber ich dachte, vielleicht kann man das dann... Ah, halt! Moment, mir fällt noch was ein. Was wir holen können, wenn wir die Stiefel haben. In der Bibliothek war ein Buch. Und ich weiß nicht, ob Link lesen kann. Aber er kann auf jeden Fall Bücher klauen. Von dem her nehmen wir das einmal mit. Aber auch hier weiß ich nicht mehr, was das Buch kann. Ich glaube, das zeigt irgendeinen Lösungsweg an. Oh, sorry. Oh Gott, ich wollte den Hund nicht verletzen. Entschuldigung, Hundi. Oh, ah, ein Foto, genau. Hey, ein tolles Motiv. Ich nenne es Link und Struppi. Rückt näher zu Struppi, Mann. Grrr. Link näher ran, Mann. Jetzt,
Ach komm, Struppi. Näher, okay, so ist gut. Lächeln. Ja, das ist ein witziger Modus. Da kommen voll süße Bilder zustande. Lass mal ein bisschen Chaos in der Bibliothek machen. Kann ich... Das ist keine Truhe, was? Das hast du auch gewusst? Na gut. Willst du das Buch lesen? Also kann man nicht mitnehmen. Die bunte Welt verborgen unter 5 Grabsteinen. Ich nehme kurz einen Schmierzettel. Und schreib das mal ab. 3, 4, 5, 2, 1. Setze all deine Kraft ein, öffne einen neuen Weg. Wer auserwählt ist, erhält die Macht über die Farbe. Wie wohl die bunte Welt aussehen mag? Wir haben doch schon die bunte Welt. Oder ist das... Ich glaube, das könnte... Also das Spiel gibt es ja in Schwarz-Weiß. Es gibt auch noch ein Zusatz-Dungeon, den Farb-Dungeon. Ich weiß aber nicht, wie der in Schwarz-Weiß ist. Und das hier könnte der Weg oder die Kombination für den Weg sein, wie wir da hinkommen. Also müssen wir doch zum Friedhof einmal. Da sind 6 Grabsteine, hier sind 4. Wir sollten am besten was mit 5 finden. Ja, hier. Kommen da noch mehr Geister? Ja, wir müssen erstmal die Geister hier... Trollen. So machen wir es. Ach cool, Pfeile droppen die auch, wo wir sie noch nicht aufheben können. Also, 1, 2, 3. 4 und 5. Das ist tatsächlich dann der Farbdungeon. Unsere Farben wechseln stets. Bin ich rot, so ist er blau. Ist er rot, so bin ich blau. Welche Farbe trage ich? Er ist rot. Verrat es niemanden. Die Fee erwartet dich. Bin ich rot, so ist er blau. Ist er rot, so bin ich blau. Welche Farbe trage ich? Du bist dann blau. Verrat es niemanden. Hast du das Zauberpulver dabei? Nein, dann geh zurück. Ja, ohne Zauberpulver kommen wir noch gar nicht weiter. Das ist, glaube ich, wirklich der Farbdungeon. Oder? Ja, also es ist Level 0. Also es ist witzloser, wenn man das Spiel ohne Farbe spielt. Der Kompass. Ich weiß halt nicht, ob ich den jetzt schon machen soll. Oder überhaupt kann. Ah. Ah, okay. Ja, das ist auch... Also ohne Farbe, ne? Zack. So, du gehst noch darüber. Ah, nein, mein toter Winkel. Wir können sie mal machen. Den Dungeon. Aber wir machen im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hänsel-Peter. Ciao.